Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Aber die Techniker hatten nicht mit 50 Jahre alter Funkausrüstung gerechnet. Tja, sie sollten es besser hinkriegen. Das sowjetische Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat. Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben... Wer immer sie erwischt, wird ein reicher Mann. Thank you.
Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Was Geschmack? Das hatte ich schon eine Weile im Auge. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Irgendwie.
sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin.